Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Wir haben beim letzten Mal die Stadt Saman erkundet, prinzipiell auch wirklich vollständig erkundet. Nun können wir also zum Hafen gehen, nachdem wir den Captain natürlich auf dem Klo gefunden haben. Wo denn auch sonst? Ich meine, mal ehrlich, wo würdet ihr denn sein? Hä? Hä? Ja. Hab ich mir gedacht. Man ist nämlich auf dem Klo. Also nicht man ist auf dem Klo, sondern man sitzt halt auf dem Klo. Müsste hier nicht irgendwo noch ein Pott sein? Ich meine, hier gab es auch irgendwo noch einen Pott. Pott. Moment, 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 Moment. Ja. Das Ding ist zu. Geil. Na, nein, ja, toll. Erst habe ich Probleme, das Ding zu treffen. Jetzt habe ich Probleme, von dem Ding wegzukommen. Es ist so interessant. 500G. Sehr schön. Und hier drin haben wir dann noch Pendel. Wunderbar. Also was heißt ein Pendel? Mehrere Pendel. Pendel, 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 Pendel. Ah, hallo. Dank euch können wir bald den See stechen. Ihr habt uns sehr geholfen. Gut, das zu hören. Hey, wo ist der Kapitän? Er ist im Schiff und bereitet sich auf die Reise vor. Jetzt können wir auch endlich losfahren. Oh. Okay. Habt ihr das gerade gesehen? Immer wenn man das Licht vom westlichen Meer sieht, geschehen schlimme Dinge in der Stadt. Da muss etwas dahinter stecken. Ah, wir sind auf dem Weg zum westlichen Meer, um herauszufinden, was sich dort versteckt. Da muss etwas sein. Deswegen repariert ihr so fleißig dieses Schiff. Um diese rauen Gewässer zu erforschen, oder? Hier sind mal ganz tapfere. Hey, warum kommt ihr nicht mit? Wenn das kein Problem ist, wir würden uns alle etwas sicherer fühlen, eine Gruppe an Bord zu haben, die so stark aussieht wie ihr. Tja, wenn ihr darauf besteht. Aber wird es nicht gefährlich? Was meinst du, Keim? Wir gehen mit. Soll das das reparierte Schiff sein? Captain! Machen wir eine Probefahrt. Ich will sehen, ob das mit der Quelle der Energie stimmt. Die Quelle der magischen Energie? Seltsam. Ming, spürst du etwas? Ich bin nicht sicher. Aber auf jeden Fall spüre ich eine mächtige Energie. Nur ein Weg, es rauszufinden. Sieht ganz so aus. Außerdem sind wir wahre Helden. Und als... Upsa. Und als wahre Helden... Ja, ich habe einen Banjo-Kopf da oben. Als wahre Helden geziemt es sich nun mal für uns, solchen Sachen auf die Spur zu gehen. Mann, ich mach so wenig mit der Xbox. Xbox auch die Spiele spielen, da bin ich damit fertig. Da bin ich vielleicht hier. Das war schrecklich. Wir sind am Stelt. Was? Vielleicht ein Begrüßungskomitee. Na gut, dann nichts wie zurück. Wer kommt mit? Kommt schon, drehen wir um. Wir gehen direkt ins Zentrum. Lustig wird's erst, wenn sie uns empfangen. Wow! Du kennst das Meer so gut wie ein echter Kapitän. Oder auch nicht. Oh, ich spüre es. Oh nein! Okay, Zeit für einen Boss. Wer hätte das gedacht, mitten in der Stadt so gesehen? Wobei wir natürlich jetzt nicht mehr in der Stadt sind, aber ihr versteht, was ich meine. Hoffe ich doch mal. Okay, wir haben Manta A, Manta B, Manta C und ein Mantalas. Der Mantalas ist insofern ganz interessant, dass er... Jetzt habe ich gar nicht auf das Element von denen geachtet. Ich bin auch schlau. Wasser. Das nochmal. Wasser war schwach gegen Feuer. Erde. 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 Ist schon wieder zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Gott verdammt. Ah. Okay.
wenn ich... Ja, jetzt muss ich natürlich auch drüber nachdenken, dass ich den Ring auch benutze. Wenn ich jetzt genügend Schaden mache und die vordere Reihe ein bisschen geschwächt habe, dann wird der Kampf logischerweise leichter. In der ersten Runde versuche ich es mit dem Spiel. Das Spiel kann mich jetzt... Oder kann natürlich jetzt dafür sorgen, dass ich einen doch längeren Kampf habe, als ich nötigerweise muss. Aber das werden wir sehen. Ah, yes, ich hab's noch voll drauf. Ich hab das mit den Schwächen noch voll drauf. Viel Schaden, wenig Schaden. Okay, ist aber nicht schlimm. Die Taktik ist eigentlich ganz einfach und der Kampf prinzipiell auch dementsprechend. Naja, ihr werdet sehen. So. Die Sache ist die, dass wir jetzt mit Erdea diese beiden Mantas hier erledigen. So. Das Spiel ist natürlich hier wirklich ein komplett reines Glücksspiel. Nicht unbedingt geeignet, um den Bosskampf zu bestreiten, wie man den Bosskampf bestreiten sollte. Das werdet ihr jetzt aber auch sehen. Ihr habt gesehen, der Mantalas ist abgehauen. Die Mantas kommen in unendlicher Menge wieder zurück aufs Schiff. Das heißt, besiegt ihr die, bringt euch das prinzipiell eigentlich gar nichts. Ne, wir müssen uns um ihn kümmern. Er setzt dann immer die Technik erscheinen ein, beziehungsweise er erscheint einfach. Das ist nur verdeutlicht mit der Technik. So. Soweit ich weiß, passiert nichts Negatives, wenn ich nicht angreife, wie ihr seht, sondern er bleibt einfach. Und dann kriegt er einen Erdea verpasst. Das ist die Technik. Denn sobald er einen Erdea bekommen hat, benutzt er wieder das bizarre Heulen, holt mehr Leute aufs Schiff und verzieht sich wieder. Ein sehr einfacher Boss. Das kann man wohl so sagen. Es ist natürlich... Sagen wir einfach, versteht man die Technik, die dahinter steckt, nicht, ist das natürlich ein Problem. Aber das, so wie es jetzt gerade läuft, ist noch nicht das größte Problem, wirklich. Ungefähr nach diesem Kampf hören leider die Bosskämpfe, wenn ich mich richtig erinnere, ein wenig auf, mit solchen interessanten Mechaniken rumzuspielen. Sondern werden langsam aber sicher zu normalen Bosskämpfen. Zumindest soweit ich mich halt erinnern kann, wie gesagt, das ist so die... andere Sache dabei. Ich meine, es werden wieder normale Bosskämpfe. Ist natürlich irgendwo ein bisschen schade. Aber so ist das halt. So, der Kampf ist dann nach der nächsten Runde gegessen. Aber ich fand den ganz cool eigentlich. Weil man wirklich aufpassen muss, sich die Rundenzahl angucken sollte... wirklich bemerken, wie das läuft, wer zuerst drankommt, wie viel Schaden man macht, dass man auch bloß sicher sein kann, in der nächsten Runde kommt das Viech. Es ist halt richtig cool eigentlich gemacht. Irgendwann sollte ich da mal meine gesamte Xbox-Kollektion LP'n, dann habe ich die Xbox 360 fertig. Wobei das theoretisch heißen würde, dass ich auch Banjo-Tooie und Minecraft LP'en müsste. Und das ist natürlich wieder so, ja. Ja, nö. Sagen wir es mal so. Es ist ein ganz klares Ja, nö. So, das war's. Einfacher Bosskampf. Wunderschön. Ja, den Käfermagen kriegen wir von den Mantalas. Die Bestienraspeln kriegen wir von den Mantas. Spott und Stehlen gelernt, wunderbar. Ganz einfach. Oh, jetzt reicht's aber. Ob auf dem Schiff oder an Land, egal, überall kriegen wir die Schnauze voll. Du Jammerlappen, wir haben noch nicht mal angefangen. Ich kann sie genau vor mir spüren, die Quelle der magischen Energie. Könnt doch einfach hingucken. Die Wesen erweckt hat, die in den dunklen Höhlen leben. Es wird immer heller.
meine ja nur, ich wollte jetzt nicht in den Dreck ziehen, aber hingucken würde reichen. Naja. Ein Traum wurde enthüllt. Ja, beim nächsten Mal. Beziehungsweise später. Seths Traum Teil 2. Ich habe auch immer Träume, wenn ich umkippe. Alles klar, Kapitän? Ah, ja, alles okay, kein Problem. Fühlt sich an, als hätte ich geträumt oder so. War ich bewusstlos? Nicht nur du. Wir wurden alle bewusstlos, als das Licht das Schiff erreicht hat. Wir sind anscheinend kurz darauf auf diesem Pier eingelaufen. Oder eher aufgelaufen. Welchem Pier? Hey, Don Röschen. Hat dein Traum plötzlich endlich wach geküsst? Wohl. Neuer Pirat kann auf See derart tief schlafen. Halt den Mund, Jansen. Wie sieht es drinnen aus? Es geht allen gut. Sie sind aufgewacht und glücklicherweise ist keiner verletzt. Aber Keim, wo sind wir? Tja, das gilt es jetzt prinzipiell herauszufinden. Experimentalstab. Ich hätte jetzt eher auf eine Bohrinsel geschätzt, getippt, wie auch immer, aber... Naja. Es ist riesig. Keiner hat gesagt, dass es in Saman etwas so Großes gibt. Du hast recht. Seltsam. Ich bezweifle, dass man etwas so Großes bauen kann, ohne dass jemand das bemerkt. Die magische Energie hier ist bedenklich hoch. Das muss die Quelle der Energie sein, die ich auf See gespürt habe. Ich wittere eine Verschwörung. Sollten uns das wirklich mal ansehen. Ja, natürlich. Warum nicht? Ich meine, wir sind eh aufgelaufen. Das heißt, das Schiff hat wohl mal wieder ein paar Macken hinter. Oder was das hinter sich, sondern bei sich, an sich. Nein, nein, nicht... Oh Gott. Ich wollte da nicht rausgehen, denn wir haben da drin noch ein bisschen was zu besorgen. Was sich zumindest lohnt. Ah, du bist in Sicherheit. Willst du dich etwas ausruhen? Im Schiff gibt es keine Monster, so viel ist sicher. Ja, gleich, beim Ende des Parts, damit ich den Traum direkt vorlesen kann, mal wieder. Hast du genug Medizin und andere Vorräte bei dir? Wir haben hier etwas auf Lager, wenn du was brauchst, also frag einfach. Okay, Medizin. Prinzipiell hat er auch noch die Waffen nochmal, nur damit man sicher sein kann, dass man sie hat. Weiß ich nicht, ob ich das hab. Nehme ich mit. Alles beim Alten. Wir wollen auf jeden Fall Schildos haben und Barrikados. Warum hier wirklich noch dieses Menü kommt, Alter, willst du mehr als einkaufen, weiß ich nicht. Denn mehr als das, was wir haben, brauchen wir einfach nicht. Hallo Reisende, möchtet ihr eine besondere Ringgabe, die ich mache? Weiß nicht. Schildkrötenring. Könnte ich sogar machen. Aber nein, mir geht's eigentlich ganz gut so. Hey, du bist okay. Ich habe dich nicht gesehen, als ich wach wurde und war besorgt. Schön. Und hier drin finden wir einen Samen. Ja, natürlich. Das macht jetzt 61. Das heißt, unter den Wertsachen müsste ich jetzt wieder einen haben. Ja, einen Samen. 61, wunderbar. Dann habt ihr zu diesem Zeitpunkt alle Samen, die ihr haben solltet. Okay, okay. Gut. Dann werden wir jetzt uns mal in die Richtung dieses Experimentalstabes begeben. Ich meine, zumindest schon mal so ein bisschen anfangen mit dem Dungeon hier können wir ja. Ich meine, warum nicht? Ah, Sackgassen. Ich finde Sackgassen immer toll. Sackgassen beinhalten immer Schätze. Sag ich ja. Hier finden wir einen Platzsamen. Ja, stimmt. Der Boss hat uns keinen gegeben, also kriegen wir hier einen. 4, 6, 8. So. Irgendwer kriegt immer einen. Hauptsache, wir haben genügend Slots für Skills. Wobei ich jetzt natürlich auch prinzipiell eigentlich die Fähigkeiten festlegen sollte. Sonst meckert ihr wieder mit mir. Das will ich ja nicht. Fertig, fertig. Von Kuh kann ich noch was lernen. Von ihm. Warte mal. Wartet mal, sagen wir es mal so. Ich habe gezofft. Habe ich? Ja, habe ich. Das ist ein bisschen blöde dadurch, dass ich jetzt so viele Plätze habe, dass ich nicht genau lesen kann, ob ich es jetzt fertig gelernt habe oder nicht.
Fall. Du bist noch dabei. Du machst eh nichts. Du kannst was machen. Und zwar Geistmagie der Stufe 5 lernen, schau mal. Wunderbar. Okay. Alles cool. Alles cool. Alles gut. Ich mag ja die Umgebung. Ich mag die Wellen. Ich mag das Ganze drumherum im Prinzip mag ich. Okay. Ab diesem Punkt können Gegner kommen, das wollte ich schon mal gesagt haben. Ich wollte es nur erwähnt haben, ab hier können Gegner kommen. In der Energieabteilung des großen Stabes. War das jetzt Energieabteilung des großen Stabes? Ich dachte Experimentalstab. Egal. Gongora, der Verräter, der unsere Erinnerungen gestohlen hat. Unglaublich! Was macht der denn hier? Hat er einen Zwillingsbruder oder so? Hey, das du Trottel! Das ist der Beweis! Zum Aufzug fahren braucht's nicht viel Hirn! Sollte der sowas nicht hören, wenn wir hier die ganze Zeit... Nun ja. Es klang halt so. Wenn du kämpfen willst, bitte. Okay, das sind eine Menge Gegner auf einmal, um Gottes Willen. Uranische Wächter, dazu ein magischer Schieber in der hinteren Reihe, das ist unpraktisch. Ein wenig, nun ja. Könnte ganz gut funktionieren. Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Interessant ist wohl die Tatsache, dass... Hier könnte ich wahrscheinlich mit Chatena ein bisschen aufräumen. Wobei das in die zweite Runde immer geht, was mich nervt. Die wollte ich nur mal angemerkt haben. Wachmänner haben die nervige Angewohnheit, dass sie mich mit Gift infizieren können, scheinbar. Das war eigentlich nicht das, was ich sagen sollte. Sondern das da. Den Schutz. Genau. Das heißt... Wir haben haufenweise von diesen Wachmännern im selben Kampf, die dann noch den Wall wieder reparieren. Dazu dann unter Umständen mit diesem Schutzbefehl sich selber noch verteidigen. Also, da haben wir so einen Punkt, wo es ein bisschen nervig wird, bin ich ganz ehrlich. Und Gift natürlich... Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Gift ist einfach nur nervig. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass theoretisch Chatena ein bisschen mehr Schaden raushaut. Aber wer weiß das schon, wenn er wieder als letztes ankommt. Also die Geschwindigkeit, mit der er das macht, das ist unter aller Sau. Aber gut, dass er beim Zaubern dann trotzdem noch zuschrauben kann. Das ist wunderbar. Und wieder der Schutz. Wunderbar. Ganz toll. Das ist genau das, was ich mein Leben lang haben wollte. Also ja, da ist das, was ich schon direkt als ziemlich nervig in diesen ganzen Kämpfen, ich sag mal, sehe, bemerke, als nervig empfinde, wie auch immer. Guck mal, macht's genügend Schaden, dass es irgendwie nützlich ist. Boah. Boah. Also ich habe schon deutlich schlechtere Attacken gesehen, das ist schon völlig in Ordnung so. Okay, magischer Schieber. Nebenbei bemerkt, ihr solltet von diesen netten Herrschaften klauen. Warum, das seht ihr dann jetzt gleich, aber ihr solltet von diesen netten Herrschaften etwas klauen. Ich hoffe, das darf ich zumindest schon mal jetzt machen. Ich weiß es nicht genau, ich hoffe mal. Denke und hoffe mal, sagen wir es mal so, und danach darf ich wieder heilen. Das ist unglaublich hier. Das macht jetzt nicht so viel Schaden, wie ich es gerne gehabt hätte, aber egal. Genau. Wir können Torpässe hier stehlen.
Und diese Torpässe brauchen wir auch bei Zeiten. Also ist es nicht verkehrt, von Wächtern zu stehlen. Okay. Gute Güte, es ist... Oh Gott. So, das ist der magische Schieber gewesen. Das war der Wächter. Wow! Also wow! Das ist... Da sind wir dann wieder bei Kämpfen, die ich doch als recht nervig empfinde. Und ihr wahrscheinlich auch. Okay, das war's aber von diesem Part von Let's Play Lost Odyssey. Ich gehe zurück, mache den Traum und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und tschüss. Willkommen zum zweiten Teil von Seths Traum. Wahrscheinlich hasst du mich nun, Aenera. Aber vielleicht bist du als Spross des erhabenen Clans der Weißflüge zu solch niederer Gefühle wie Hass gar nicht fähig. So freundlich und sanftmütig wie du bist, hast du mir bestimmt schon vergeben. Vielleicht hast du akzeptiert, was ich getan habe und bedauerst mich nun, weil ich wieder im Kerker der Einsamkeit gefangen bin. Und doch, gütiger Aenera, habe ich einen letzten egoistischen Wunsch. Bitte hasse mich. Bitte hasse mich für die Ewigkeit. Wenn ich weiß, dass du mich hasst, bleibe ich mit dir verbunden. Wenn ich weiß, dass du mir nicht vergeben kannst, wird mich der Schmerz darüber mit dir vereinen. Bringt dich mein verworrenes Gerede etwa zum Schmunzeln? Dann lass es mich in einfachen Worten ausdrücken. Ich bin einsam. Ich fürchte die Ewigkeit. Die Einsamkeit, entschuldigt. Diese Furcht hat von mir Besitz ergriffen, seit ich dich mit meinen eigenen Händen getötet habe. 900 Jahre sind vergangen, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Irgendwann fand ich auf gewöhnliche Weise einen Ehemann und gebar auf ebenso gewöhnliche Weise einen Sohn. Kurz nachdem wir das Baby auf den Namen Seth getauft haben, wurde mein Mann von einer Seuche dahingerafft. An seinem Totenbett verfluchte ich erneut das Schicksal, das mich nicht sterben lassen wollte. Wärst du nicht bei mir gewesen, Aenera, hätte ich nie die Kraft aufbringen können, Seth alleine aufzuziehen. Du sagtest zu mir, es gibt kein größeres Glück, als ein gesundes Kind in die Welt zu setzen und aufwachsen zu sehen. Wie recht du hattest, du einziger Überlebender des Clans der Weißflügel. Du sagtest außerdem, mach dir keine Sorgen, Seth. Du bist nicht mehr allein. Du hast nun Seth. Solange er bei dir ist, wirst du nie wieder alleine sein. Ich nickte mit Tränen in den Augen, tief bewegt von der Weisheit deiner Worte. Verlegen fuhrst du fort. Lass Seth bei mir. Ich werde aus ihm einen tüchtigen Seemann machen. Wenn es jemand wagen sollte, ihm zu drohen, werde ich ihn mit meinem Leben verteidigen. Wie gut du zu uns warst, Aenera. Du warst wahrhaft gütig. Selbst jetzt kann ich mich noch an das sorgenfreie Lächeln auf deinem Gesicht erinnern, wenn du mit Seth spieltest. Er war solch ein schwächtiger kleiner Junge. Aber du warst stark genug, um ihn streng zu erziehen. An jenen Tagen, als er sich in den Schlaf weinte, habe ich dich oft von der Seite gesehen, wie du ihn in seinem Schlaf beobachtetest und dein Gesicht vor unbeschreiblicher Sanftmut erstrahlte. Ich bin dem Schicksal so dankbar, dass es uns zusammengeführt hat, Aenera. Ohne zu zögern will ich behaupten, dass du in meinem langen, unendlichen Leben der beste Gefährte warst, den ich je hatte. Warum nur musste dies alles geschehen, Aenera? Bis zum heutigen Tage weiß ich keine Antwort darauf. Und du? Weißt du, warum es so kommen musste? Ich wünschte, jemand könnte es mir sagen. Und weil ich die Antwort nie erfahren werde, möchte ich sie umso mehr wissen. Es geschah vor 30 Jahren. Ich verabschiedete mich von dir und Seth und machte mich auf den Weg zum Spiegelturm. Denn die Erinnerungen hatten mich wieder eingeholt. Die Mission, wegen der ich auf diese Welt gekommen war, die Aufgabe, die ich zu erfüllen hatte und der Grund, weshalb ich tausendjährige Erinnerungen an diese Welt besaß. Ich war eine Piratin, für die Freiheit einfach alles bedeutete. Das wilde Leben auf roher See genoss ich am meisten. Warum mir diese Freiheit so wichtig war, vermochte ich nicht zu sagen. Aber damals erfuhr ich es.
Tief im Herzen derer, die sich nach Freiheit sehnen, liegt der Schmerz versagter Freiheit. Du warst es, Aenera, der mir zum ersten Mal den Begriff Kerker der Einsamkeit vor Augen führte. Ja, ich war in einem Gefängnis der Einsamkeit gefangen. Nicht nur, weil ich in einer Höhle auf einer einsamen Insel angekettet war. Nein, allein schon in dieser Welt leben zu müssen, bedeutete für mich Einsamkeit. Als ich mir dessen bewusst wurde, machte ich mich auf den Weg zum Spiegelturm, um in die Welt zurückzukehren, aus der ich gekommen war. Genährt von den Erinnerungen eines Jahrtausends, Erinnerungen, die ich in dieser Welt gesammelt hatte, würde ich in die Welt zurückkehren, der ich angehörte. Im Spiegelturm würde er auf mich warten. Gongora, der Mann, mit dem ich in meine Welt zurückkehren sollte. Ich konnte nicht ahnen, dass es eine Falle war, die Gongora mir gestellt hatte. Ich werde nie vergessen, wie er vor dem Spiegelturm stand, breitbeinig und mit einem kühnen, arroganten Lachen im Gesicht. Mein Magen zieht sich zusammen, wenn ich mich seines hasserfüllten Gesichts entsinne, und mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich an seine hinterhältige Falle denke. Gongora hatte nie vor, in unsere einzige Welt zurückzukehren. Stattdessen hatte er einen teuflischen Plan ausgeheckt, den zum Herrscher dieser Welt machen und jeden, der ihm im Weg stand, gnadenlos ausmerzen sollte. Ich war eine von denen, die mein Dorn im Auge waren. Als ich von seinem bösartigen Plan erfuhr, flüchtete ich zurück auf mein Piratenschiff. Aber natürlich konnte solch ein Ungeheuer wie er sich nicht damit begnügen, dort einfach auf mich zu warten. Ich kannte ihn nur zu gut. Und mich überfiel eine düstere Vorahnung. Zed! Aenera! Rief ich, als ich an Bord des Schiffes sprang. Im nächsten Augenblick erkannte ich, dass meine Vorahnung mich nicht getrügt hatte. Ich fand euch beide, Zed und dich, Aenera an Deck. Zed lag in seinem eigenen Blut. Und du... Als du meine Anwesenheit bemerktest und dich langsam zu mir umdrehtest, sah ich ein seltsames Glühen in deinen Augen. Und da war etwas in deinem Mund. Es war Sets Bein. Du hattest es ihm ausgerissen. Die Welt um mich herum verstummte. Set, der verstümmelt in einer Blutlache lag, versuchte mir etwas zuzurufen. Ich konnte nichts hören, doch in seinen sorgenvollen Augen konnte ich sein Flehen ablesen. Aenera trägt keine Schuld, es ist nicht sein Fehler. Ich habe bestimmt irgendetwas gesagt. Was ist passiert? Oder vielleicht, wie konnte das geschehen? Beruhige dich, Aenera. Oder sei stark, Zed. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur geschrien, zu verstört, um zusammenhängende Worte herauszubringen. Wie auch immer, ich konnte meine Stimme nicht hören. Du starrtest mich an, Aenera. In deinen Augen glomm ein bedrohliches Funkeln. Du warst nicht länger der Aenera, den ich kannte. Du warst von einem anderen, fremden Wesen besessen. Warum, Aenera? Warum? Du spucktest Sets Bein auf den Boden und dann gingst du auf mich los. Sets Stimme durchbrach je die Stille. Er schrie, halt! Schrie er, um dich aufzuhalten, Aenera? Oder mich? Die ganze Szenerie war plötzlich in weißes Licht getaucht. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Deck. Ich öffnete langsam die Augen und rappelte mich hoch. Mein Schwert war weg. An meiner Hüfte baumelte lediglich eine leere Scheide. Ich sah mich erschrocken um und da lagst du, Aenera, regtest auf dem Rücken. Mein Schwert steckte tief in deiner Brust und ragte wie ein Kreuz aus einem Grab hervor. Aenera, schrie ich und rannte zu dir. Ich rüttelte an deinen Schultern, doch deine Augen blieben fest verschlossen und es machte den Anschein, als ob sie es für immer bleiben würden. Ich schrie dich an, dass du aufwachen und zu mir zurückkommen solltest. Dann brüllte ich Zed an. Schnell, Zed, komm her, Aenera ist... Aber Zed antwortete nicht. Er hatte so viel Blut verloren, dass er bewusstlos war. Wenn auch du nur ohnmächtig gewesen wärst, Aenera. Wenn auch du nur schwer verletzt, aber immerhin lebendig gewesen wärst. Wenn auch du bloß wieder angefangen hättest zu atmen. Doch mein Schwert hatte ganze Arbeit geleistet. Es hatte deine Brust an genau der Stelle durchbohrt, die nötig war, um dir das Leben zu nehmen. Ich starrte fassungslos auf deinen leblosen Körper. O Aenera, einziger Überlebender des stolzen Clans der Weißflügel. Sag mir, so sag mir doch, was ist geschehen? War ich diejenige, die dich getötet hat? Ich spürte, wie sich jemand von hinten näherte. Ich drehte mich um und erblickte Gongora, der mich ausdruckslos anstarrte.
du hast ihn getötet, sagte er ruhig und vollkommen leidenschaftslos. Ich schüttelte den Kopf und zuckte zusammen. Nein! Meine Stimme war heiser und zitterte. Kongora sprach weiter, als wolle er seine Worte langsam in meine Ohren pressen. Du warst es. Du hast ihn getötet. Nein, das würde ich niemals tun. Das Zittern meiner Stimme ging auf meinen ganzen Körper über. Der Gedanke, dich getötet zu haben, Aenera, mit meinen eigenen Händen, das konnte nicht sein. Ich wollte es einfach nicht glauben, aber die Realität raubte mir jegliche Hoffnung. Gongora warf verächtlich lachend den Kopf in den Nacken. Er war wie berauscht von seinem Sieg über mich. Siehst du, was du getan hast, Seth? Du hast den getötet, den du am innigsten geliebt hast. Jetzt musst du in den Kerker der Einsamkeit zurück. Und wieder begann er schallend zu lachen. Er lachte noch immer, als er von Bord ging. Er wusste genau, dass ich nicht sterben konnte und hatte mir eine Falle gestellt, die grausamer war als der Tod. Ich brach zusammen. Ich blickte hinauf in den Himmel und spürte, wie Tränen mein Gesicht hinunterliefen. Blutige Tränen. Erneut war ich in der ewigen Einsamkeit gefangen, ohne Hoffnung auf den erlösenden Tod. Gongora ist es gelungen, mein Herz wieder in die Dunkelheit zu verschließen und es mit all meinen Erinnerungen zu versiegeln. Weinkrämpfe schüttelten mich. Ich schrie, bis nur noch ein Krächzen aus meiner Kehle drang. Würde mein Herz, mein Geist und meine Seele in meiner Brust verstecken, hätte ich sie mir herausgerissen. Hilf mir, Aenera! Hilf mir!